falls hier ein Jäger ist oder so. Ich nicht. Bitte nicht. Schönen guten Morgen zusammen. Ich bin heute unterwegs an der Autobahn. Die befindet sich dahinter. Ihr habt gerade ein Fahrzeug vorbeifahren sehen. Schon wieder. Und ich drehe heute hier am Waldrand. Ich habe da vorne mein Auto abgestellt und da auch eine GoPro hingehangen, ja, um den Sonnenaufgang möglichst mitzufilmen. Und ich bin jetzt hier unterwegs am Wald, um einfach mal zu gucken, vielleicht finde ich ja hier irgendwo ein Reh oder sowas. Deswegen auch hier zweite Kamera dabei mit dem Telezoom drauf. Und ja, das Schöne ist, meine Füße sind jetzt schon nass. Und dabei hat es noch nicht mal geregnet, ne? Aber durch den Tau, den wir hier haben, Nebel und so weiter, ihr seht es ja, ist das alles so nass. Deswegen habe ich auch so ein schönes Mikrofasertuch dabei. Und ja, herrlich, da vorne sind Rehe. Mal gucken. Man sieht es leider nicht. Sind sie. Ich versuche mal dicht daran zu kommen. Schade. Jetzt sind sie leider da in den Wald gelaufen. Da hinten rein. Ich hoffe, ich konnte noch das ein oder andere Foto machen. Und ja, schaut mal. Ja. Da sieht man es noch. Da sieht man es noch, dass die hier lang gelaufen sind. Ist auf jeden Fall richtig schön hier. Falls hier ein Jäger ist oder so, ich nicht. Bitte nicht. So, hier war es, wo die Rehe standen. Und schaut mal. Ist wirklich hübsch hier. Ja. So ein schöner Waldrand hier. Und das Lustige ist, hier wird wahrscheinlich auch gerade ein Förster oder Jäger unterwegs sein, weil ich habe den Hund gehört. Bitte erschieß nicht mich. Ich hätte das nächste Mal so eine gelbe Warnweste oder so überziehen sollen, die ich im Auto habe. Bäume haben was richtig Magisches hier.
was man so alles manchmal im Wald findet, ne? Ich habe hier mal versucht, ja, ich hoffe, man sieht's, von diesen schönen Weidenkätzchen hier. Das sind noch nicht mal Weidenkätzchen, das ist zumindest keine Weide, der Baum. Schaut mal, das sind die Bäume, ja. Und das ist das, worum es geht. Ich habe hier gerade diese schönen Dinger hier fotografiert, ja, die hier rumhängen. Und wartet. Das muss man alle Nase lang machen. Und ja, ich finde das ganz angenehm hier. Ich finde das echt toll auch, dass hier gerade, ich sehe es jetzt gerade. Schaut mal. Da wachsen Pilze. Und ja, ich habe hier noch ein paar lustige Sachen gefunden. Und zwar zwei Fallen. Die werde ich euch schon eingeblendet haben. Beziehungsweise ich blende sie euch jetzt ein. Und ja, ich genieße das hier gerade noch so ein bisschen an meinem Kumpel im Hochsitz zu sitzen. Hier. Genau da. Mit einem schönen entspannten Blick nach hier. So langsam lichtet sich auch der Nebel. Ja. Bin mal gespannt, was meine Timelapse wird. Die Sonne geht laut Google um 7 Uhr noch was auf. Obwohl es schon richtig schön hell ist. Bin ich mal gespannt, wie es dann wird. Genau sowas einzufangen, wie mit diesen Bäumen hier. Ne? Das finde ich so schwierig. Ich werde mal was versuchen. Das Resultat davon, das blende ich euch jetzt ein. Schaut mal, Freunde, sowas Geniales kann wieder nur die Natur. Ich meine, das ist doch echt krass, oder? Herrlich. So, Freunde, Fokus, jetzt. Schaut mal, da im Auto, ja, in der Deichmann-Tüte habe ich jetzt Müll drin. In der anderen Tüte, den hatte ich schon dabei. Und ihr hört's, da hinten fuhr gerade ein Bus lang oder LKW oder, es war ein LKW. Und hier liegt Müll, ne? Da hinten. Sieht alles unscheinbar aus, aber das ist viel Kleinscheiß, der hier mal eben aus dem Auto geschmissen wird, wenn man an der Autobahn lang fährt. Ja, und da liegt Zeug, das glaubt ihr nicht. Ich habe ein paar Bilder gemacht auf dem Weg. Ich habe teilweise nicht mal Lust, das einzusammeln, weil das sieht einfach so dermaßen eklig aus. Ja, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich habe keine Kneifzange dabei, keine Handschuhe oder sonst was, außer die Sanitätshandschuhe, die ja jeder von uns dabei haben muss. Ich hoffe, du auch.
Nee. Auf jeden Fall. Ja. Grauenhaft. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal die Kamera mit der Timelapse abbauen. Ja, irgendwie ist es viel zu neblig, als dass jetzt noch die Sonne rauskommt. Normalerweise wäre sie jetzt aufgegangen. Aber ihr seht ja, na, hier ist nichts mit Sonnenaufgang. Und ja, ich werde jetzt gleich mal losfahren. Was bleibt mir abschließend zu sagen? Wenn dir das Video gefallen hat, lass es mich gerne wissen. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn nicht, gib ihm ruhig einen Daumen nach unten. Ja, hilft alles meiner Reichweite. Und genau. Kommentier vielleicht ganz gerne, wie du das so findest mit dem Müll überall. Und hast du auch schon mal Müll aufgesammelt? Lass mich wissen. Ciao. Schaut mal, Leute, ist das nicht schön idyllisch dort? Nö. Ihr seht schon im Hintergrund. Hier. Alles voll mit Müll. Glasflaschen. Da vorne ganze Einkaufskörbe. Ne, ich habe hier gerade angehalten. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Und hier. Gerade erst vor. Das ist von heute auf jeden Fall. Ne? Das Laub, so schön wie das weggemacht ist, hier alles. Ja, so. Das ist von heute. Ich finde, das ist hier so widerlich, ne? Wer sowas macht, ich dem gehören einfach die Eier abgeschnitten, ohne Scheiß. Hier, Hausmüll. Lasst das einfach mal auf euch wirken. Aschenbecher ausgeleert. Hier, guckt euch das an. Toilettensitz, Milchbehälter, Milchtüten. Irgendwelche Schnipselzeugsgedöns. Ja, und das alles hier auf so einer hübschen Ecke. Sorry, habe ich kein Verständnis für. Habe ich null Verständnis für.